Ja, hallo, Alen Milosevic, auch Milo genannt, Kreisläufer beim SC DFK Leipzig und ich stelle euch heute meine Top 7 vor. Im Tor nehme ich Milos Putera. Ganz einfach, mich verbindet sehr viel mit ihm, eine enge Freundschaft und auch schon seit langem bekannt in der zweiten und ersten Bundesliga. Links außen nehme ich tatsächlich Stefan Kretschmer, weil da verbinde ich mich auch sehr viel, lustige Geschichten und eine coole Aufstiegsfeier. Und ja, der hing ganz lange auch in meinem Kinderzimmer. Auf Rückraum links Ivis Jurc, der Hammer aus Riga. Und ja, der hat das Ding von überall reingeschubbt. Ich glaube, die beste Quote in der Bundesliga, wenn es heißt, letzter Pass über die Mauer werfen. Ivis Jurc. Ja, Rückraum Mitte für mich eigentlich sehr, sehr einfach. Auch sehr lange mit ihm gespielt in der Nationalmannschaft, Andi Schmid. Ich glaube auch, wenn es um meine Position geht, sicherlich ein Traummann, der viele Pässe anbringt und ja, man durch als Kreisläufer viele Tore macht. Ja, Rückraum rechts, Chio Cho, koreanischer Nationalspieler. Da hat ein Balling gespielt, damals mit mir in Wakatun, zu meiner Profi-Anfangszeit. Ja, sehr viel von ihm gelernt, Wahnsinnsspieler, also was an Athletik, Dynamik, Schnelligkeit und Wurf und auch Übersicht, habe ich so jetzt im modernen Handball und auch früher nicht noch ein zweites Mal gesehen. Rechts außen Lukas Cicala, ja, seit ich hier bin, ein guter Freund, enger Freund und ja, mein Zimmerpartner. Seit fast 10 Jahren und ja, uns verbindet sehr, sehr viel und er ist einfach ein sicherer Wert von außen und vom 7-Meter-Strich und das ist einfach Gold wert. Ja, Kreisläufer natürlich in der Mannschaft würde ich auch sehr gerne spielen. Ich glaube, da kriegt man den einen oder anderen Pass, aber tatsächlich würde ich jetzt hier Bertrand Gilles an Kreis wählen. Für mich verkörpert er alles, Abwehr, Angriff, Wahnsinns Athletik, Wahnsinnstyp. Ein Führungsspieler und auf jeden Fall ein Vorbild für alle jungen Spieler, die sich was abgucken wollen.